Morgen mit Traudl. Grüß euch und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Das ist noch nicht ganz lang her, da habe ich mit anderen ehemaligen Küchenschlachtmitgliedern bei Johann Laver auf seiner Hausparty kochen dürfen. Und das Rezept, jede Gruppe hat jetzt eine Vorspeise und ein Hauptgericht machen dürfen. Und die Vorspeise, dieses Rezept der Vorspeise, das darf ich euch jetzt gern vorkochen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Unser Rezept war das, und zwar eine Fenchelessenz mit der Oliven-Tomaten-Zigarre. Und der Vorschlag für das Rezept, das ist von der Heidrun gekommen. Und die könnt ihr da sehen, da war es nämlich bei Lanz kocht als Küchenschlachtgewinnerin. Und das sind unsere Zutaten. 300 ml Gemüsebrühe, 200 ml Sahne, 100 ml trockenen Weißwein, eine halbe Zehe Knoblauch, eine kleine Fenchelknolle, 3 Esslöffel schwarze Oliven, eine getrocknete Tomate, eine mittelgroße Tomate, ein Blatt Strudelteig, 1 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Olivenöl, ein Obstler, ein Ei, ein Meersalz und ein Pfeffer aus der Mühle. Damit es euch nicht langweilig wird, habe ich schon Vorarbeiten geleistet. Also ich habe als erstes den Fenchel geputzt und in kleine Würfel geschnitten. Die ein bisschen ein Grün hebt euch zur Deko auf. Dann habe ich die Tomate überbrüht, abgezogen, die Kerne rausgenommen und klein geschnitten. Dann habe ich noch eine Schalotte, habe ich vorhin vergessen zu sagen, klein geschnitten und den Knoblauch klein geschnitten. Jetzt habe ich hier in den Topf 2 Esslöffel Olivenöl gegeben. Das lassen wir jetzt ein bisschen heiß werden, dann braten wir das Ganze an. So, als erstes lassen wir jetzt die Schalotte und den Knoblauch ein bisschen anschwitzen. Und dazu geben wir jetzt unseren Fenchel. Und dann die Tomate. Normalerweise gehört das jetzt flambiert und zwar mit einem Anis-Schnaps. Das hat aber noch nicht einmal funktioniert. Deswegen tue ich jetzt halt immer ein bisschen Obst ein. Das schmeckt auch gut und macht keinen Stress. Das Ganze gießen wir jetzt dann mit den 100 ml Weißwein auf und die lassen wir so gut wie möglich einkochen. Das geht ja bei dieser kleinen Menge ganz schnell. Aber ich zeige euch jetzt einmal schnell, wie groß die Töpfe waren, die wir beim Laver gehabt haben. Da schaut's her, so groß waren die Töpfe beim Laver. Naja, 50 Portionen hat ja jede Gruppe ungefähr kochen müssen. Das heißt 30 bis 50 Portionen. Aber bei uns, glaube ich, waren schon 50 Portionen drinnen. Und das dauert vielleicht schon seine Zeit, bis das einmal aufkocht. Und schaut's her, das war meine Gruppe. Alle haben ein schönes Laverschürzel gekriegt. Das hat jetzt in der Zwischenzeit auch ganz gut reduziert. Und da tun wir jetzt als erstes die Gemüsebrühe rein. 300 ml, wie gesagt. Und 200 ml Schlagsahne. Und das lassen wir jetzt wieder kochen. Und in der Zwischenzeit können wir unsere Zigarren herrichten. Nicht zum Rauchen, nur zum Essen. Ich habe jetzt diese getrocknete Tomate und die Oliven, die schwarzen Oliven ohne Stein, ein bisschen klein geschnitten und werde jetzt das versuchen, mit dem Passierstab zu zerkleinern. Normalerweise macht man es mit der Küchenmaschine. Bin jetzt gespannt, ob das auch funktioniert, weil viele Leute haben ja gar keine Küchenmaschine daheim, aber so einen Passierstab. Die Menge ist jetzt zwar nicht ganz viel, aber das haut auch ganz gut hin. Das biegt jetzt da ein bisschen drum, wie ihr es so seht. Aber das kratzen wir schon raus. Das passt schon. Also jetzt könnt ihr es auch mit dem Passierstab machen. Aus einem Blattl Strudelteig könnt ihr 4 Zigarren machen. Dazu tut ihr mit so einem
Roller, das Vierteln. Könnt ihr natürlich auch mit dem Messer machen, wenn ihr nichts habt. Dann nehmt ihr ein Stückchen davon, pinselt das mit Butter ein. Und drauf tut es dann die Masse. Ebenso ein Viertel. Nicht zu viel, weil das übersteht sonst ein bisschen. Also das ist der Mann mit zu viel olivig. Lieber ein bisschen weniger davon nehmen, als wie zu viel. Dann schlagt es das obere so rein und das untere rein. So ein bisschen. Und rollt es auf. Und so schaut es dann aus. Die dort jetzt mit Eigelb bestreichen und 15 Minuten bei 180 Grad backen. Dort ist nicht zuvor schon backen, dass sie kalt werden, sondern die sollten noch warm sein. Wenn sie kalt sind, schmeckt es nicht mehr so gut. Wichtig ist eben, dass wirklich warm serviert werden. Unsere Suppe wird jetzt püriert und danach passiert. Das spritzt uns ein bisschen, die ganze Gaudi, und deswegen tun wir da ein bisschen ein Tuch drüber. Jo, toll. Und dann schütten wir jetzt das Ganze durch ein Sieb und durch ein Passiertuch. Und das Tuch, da nehme ich immer ein Geschirrtuch her, die sind nur für diese Zwecke hernehmen und das muss man halt dann auch wieder gründlich waschen. Am Schluss könnt ihr es noch ein bisschen ausdrucken, wenn es euch nicht zu heiß ist, vielleicht ein wenig mit dem Löffel nachhelfen. Weil besonders viel Suppe bleibt jetzt da nicht übrig. Also das ist jetzt nicht, dass man da einen Liter Suppen oder so große Teller voll Suppen danach hat. So, schaut einmal. Also, das wären also so 4 Espresso-Tassen voll wären das halt. Ich probiere jetzt das einmal, wie es schmeckt. Also, man, es verträgt jetzt noch einen Hauch mehr Salz. Und ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Ich mag gerne ein bisschen Würze rein. Und so kurz vor dem Servieren, dort ist es nochmal aufschäumen. Das zeige ich euch gleich. Unsere Zigarren haben jetzt fertig, jetzt tun wir unser Süppchen noch ein bisschen aufschäumen. Schaut her, was für ein schöner Schaum das jetzt gibt. Jetzt geben wir das in ein Espresso-Tässchen rein. Oder in ein Glas, in ein schönes, das könnt ihr auch machen. Dazu unsere Zigarre. Ein bisschen was Grünes. Und die schaut doch ganz nett aus, oder? Und ich werde das gleich mal genießen. Also. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal, bei der nächsten Ausgabe zum Kochen mit Traudl. Gut.